Ja, Herr Ministerpräsident, ist das jetzt Ihre Reaktion darauf, dass die CDU Susanne Eisenmann zur Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl gekürt hat? Sie hauen ab? Aber Herr Bratzler, ich pack doch nur meinen Urlaubskoffer. Sie glauben doch nicht, dass mich irgendwelche neuen Spitzenkandidatinnen von der CDU in die Flucht treiben. Naja, die CDU hat ja auf ihrem Landesparteitag am Wochenende ganz schön gegen Sie ausgeteilt. Aber warten Sie, Herr Bratzler, da muss ich ran. Kretschmann. Hallo Winfried, hier ist der Günther aus Stuttgart. Ich meine, Brüssel, also eigentlich aus Hamburg. Gerade neu, meine neue Firma, Oettinger Consulting. Ödi, bist du's? Jawohl, Winfried, ich mache jetzt Beratung, Politikberatung hier in Hamburg. Und als Berater rate ich dir mitzumachen. Als Berater in meiner Politikberatung hier in Hamburg. Mein Rat, steig aus der Politik. Ja, das ist ja mal sehr clever vom Herrn Oettinger. Er lockt Sie zu sich nach Hamburg und schon ist das Ministerpräsidentenamt frei für Frau Eisenmann. Schäm dich, Günni. Das hätte ich jetzt von dir nicht erwartet. Shame on you. Also Quatsch, Winfried, so ein Unsinn. Herr Bratzler. Günni, ich rate dir jetzt mal was. Bewerb du dich doch als Spitzenkandidat der CDU. Das wäre doch klasse. Du gegen ich, ich gegen du. Hä? Ah ja, Winfried, das ist eine gute Idee. Sag ich jetzt mal. Ich meine, Eisenmann, sagt ja schon der Name. Mann, es braucht einen Mann, also mich, an der Spitze der CDU. Günter Oettinger, aus Stuttgart in Stuttgart, in Brüssel, Hamburg. Das klappt. Und was wir machen, wenn es nicht klappt, das schauen wir dann, wenn es nicht klappt. Das klappt immer.